Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ja, mein ganzer Plan, den ich mir die letzten Parts über gemacht hatte, von wegen mit dem DLC von Atlantis Beginn, hat sich quasi, was heißt quasi, hat sich in Luft aufgelöst im letzten Part. Haha. Man kann den DLC ja erst machen, wenn man in der Hauptstory überhaupt bei Atlantis, die Quest um Atlantis herum, die wir vor, ich weiß gar nicht wie viel Folgen irgendwann mal angefangen haben, als wir Cassandras Vater? Es ist zu lange her, ich bringe das eher als nur durcheinander. So, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier die Quest finden, die uns zum letzten Artefakt bringt. Und hier ist ein Schmied. Das ist gut. Da können wir unsere Sachen verbessern, wenn wir Geld haben. Was wir wahrscheinlich nicht genug haben, aber wir schauen einfach mal. Ich verkaufe einfach mal jetzt alles bis Level 50, weil das brauchen wir eh nicht mehr. Nein, nicht zerlegen. Verkaufen. Bis Level 50. Alles bis Level 50 verkaufen. Level 50 verkaufe ich auch, weil ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gemacht. Wenigstens ein bisschen Geld. So, Bögen. Was haben wir denn hier für Bögen? Ikarus ist gekommen. Es gibt mir mal ein bisschen Geld wieder. 50 hier. Und ich glaube, wir verkaufen einfach gleich mal alle Handelsgüter. Mal gucken, wie viel wir da rausbekommen. Okay, Handelsgüter. 71.220. Könnten wir verkaufen, aber machen wir doch nicht. Ich glaube, das behalte ich bis zum Ende. Mal schauen, wie viel wir dann rauskriegen. Verbessern. Das lohnt sich ja fast gar nicht hier. Aber ich denke mal... Was kostet die Verbesserung? Machen wir. So. Wieso können wir... Es fehlt uns wieder Leder, das darf nicht wahr... Alter, okay, wir brauchen ganz viel Leder. Das können wir noch verbessern. Okay. Hi. Was ist los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund Galanus sollte mir eine Ladung seltener Kunstwerke bringen. Aber er kam nicht. Ich befürchte das Schlimmste. Wenn dir dein Freund wichtiger ist als deine Drachmen, dann bezahlst du vielleicht auch für ein Wiedersehen. Natürlich ist mir Galanus wichtiger als Drachmen. Ich schätze, für dich ist Geld alles, was zählt, Söldnerin. Es kommt darauf an, wo sein Schiff herkam. Er stach in Makedonien in See. Wenn du hilfst, meinen Freund zu finden, kannst du die Kunstwerke behalten. Ja, okay. Ich kann nichts versprechen. Die See ist groß und hungrig. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich anfange. Du sagtest, Galanos kam aus Makedonien. Hat er vielleicht noch irgendwo anders angelegt? Nirgends. Die Stürme müssen ihn erwischt haben. Wenn er nahe genug an der Insel war, haben diese ihn vielleicht in eine Bucht gedrückt. Suche die Küste ab. Die Kunstwerke, von denen du sprachst, sind wohl kostbar. Galanus ist Kunsthändler. Ich schickte ihn nach Makedonien, um in meinem Namen etwas zu kaufen. Nicht zu wissen, was er mitbringt, ist mit am schönsten. Hoffentlich kann mir die See mehr verraten, als du mir sagen konntest. Vielen Dank, dass du das tust, Söldnerin.
Machen wir das jetzt? Ach komm. Wohl. Nee, schauen wir mal. Ich sollte in der Sturmfallbucht im Nordwesten nachsehen. Dein mürrisches Gesicht kann nicht nur vom Fischgestank kommen. Warum sollte ich nicht mürrisch sein, hä? Mein nichtsnutziger Sohn ist mit meinem Boot davongesegelt und sollte vor Stunden zurück sein. Wahrscheinlich will er dieses Mädchen aus Mytilene beeindrucken. Pah! Alter. Er hat vermutlich nur die Zeit vergessen. Ich bin sicher, er kommt irgendwann zurück. Natürlich kommt er irgendwann zurück. Aber ich brauche ihn jetzt. Diese Fische entschuppen sich nicht von selbst, weißt du? Sag, hast du Zeit für einen Botengang? Such nach meinem Jungen in der Bucht, die das steinerne Tal und die uralte Perle umgibt. Und wenn du ihn findest, erschrecke ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ich bezahle dich dafür. Ja. Ich mach es. Gut. Du findest ihn und ich gab ihm das Fell. Und wo genau ist diese Bucht? Die Fischerbucht ist nordöstlich von hier. Sie erstreckt sich ins Zentrum dieser Insel. Kaum zu verfehlen. Erzähl mir mehr über das Mädchen. Ich weiß nicht, eine Mytilenerin halt. Reizend, voller Geschichte und Poesie von dieser komischen Schule dort. Sie sorgt dafür, dass mein Sohn mit dem Kopf in den Wolken ist, statt bei seiner Arbeit. Genug geredet, ich gehe und finde deinen Sohn. Ja, mach das. Ich bezahle dich. Und dann werde ich meinem Sohn das Fell über die Ohren ziehen. Okay, eieiei. Alles führt irgendwie da hoch, oder? Nee, das geht hier hinten hin. Das ist auch nicht das, was ich haben will. Dann suche ich mal die Fischerbucht. Ich glaube, wir... Dann... Mann, Zwickmühle, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann machen wir es jetzt mit dem Sohn halt eben. Wenn wir Leder brauchen, dann sollte ich mal wieder ein paar Tiere. Egal, komm, galoppier mal los. Das Pferd ist zu fett, passt nicht durch die. Du dicker Gaul. Oh, das wird schmerzhaft. Das ist die Fischerbucht. Joppa. Oh, scheiße. Das Fischerboot. Aber wo ist der Sohn des Fischers? Okay, das Boot ist hier.
Da unten ist irgendwas. Der Sohn des Fischers. Der Sohn des Fischers. Sieht aus, als hätte er sich im Netz verfangen, als er eine schwere Ladung Fische an Bord ziehen wollte. Er fiel und das Gewicht des Netzes zog ihn runter. Oha. Das ist uncool. Eigentlich müsste ich ja, wenn ich hier rumfahre, wieder da hinten am Hafen ankommen, oder? Na, wir werden sehen. Ja, sieht ganz gut aus. Der scheint aber schon lange tot zu sein. Das war ja schon ein Skelett. In diesem Boot sollte ich Poseidon nicht herausfordern. Du hast deinen Sohn in den Tod getrieben. Alter, ist gemein. Dein Sohn ist tot. Ertrunken in seinem Fischernetz. Nein, mein Sohn. Der arme Junge. Ich war zu hart zu ihm. Es ist meine Schuld. Ich war zu hart zu ihm. Oha. Ey, das ist echt scheiße. Entschuldigung. Der Geruch des Bösen haftet an ihr. Sie will nicht der Schlangenhaarige. Nein. Ach Gott, was ist denn hier los? Eine Söldnerin. Oh, danke, Götter. Hilf mir, bitte. Schweig, Schlange. Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu. Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert. Zügel deine giftige Zunge. Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen. Hä? Sie sieht einfach nur verängstigt aus. Bitte, diese Kreatur entführte Ligeia. Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich rette Ligeia und töte jede Kreatur, die mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Schlangenhaarig, natürlich hier. Wie heißt sie? Medusa? Oder die mit dem Blick versteinern kann? Was ist das für eine Kreatur? Böse, herzlos, unbegreiflich. Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt. Der Wald, in dem die Kreatur haust. Wo ist er? Jenseits des versteinerten Tempels, nördlich von hier. Es ist ein dunkler Ort, der von Schatten heimgesucht wird und wo es verfluchte Steine gibt. In seiner Mitte befinden sich Ruinen. Von dort kehrten nur wenige zurück. Das scheint die richtige Quest zu sein. Perfekt. Du erwähntest eine Ligeia. Sie ist so anmutig und schön, dass es keine Worte gibt. Eine Tochter der Artemis. Mutig, nicht wie ich. Welch dunklen Preis bot die Schlangenhaarige für ihre Seele? Sie lebt, Söldnerin. Das weiß ich. Bestimmt nicht. Sollte diese Kreatur Ligeia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht. Sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldnerin. Bürger, wir müssen die Stadt retten. Und die Eindringlinge müssen sterben. Versteck dich im Tempel. Ich erledige das. Hallöchen, Leute.
Mit der Mistgabel, sag mal, was fällt dir denn ein? Wow. Na toll, jetzt haben wir wieder ein Kopfgeld. Hatten wir ja lange nicht. Zack. Bong. Oh, ein Söldner. Es reicht. Auf den Söldner habe ich jetzt echt keinen Bock. Ich bezahle mir das Kopfgeld. So. Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeias Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Okay. Liebe mag unser aller Ende sein, doch sie lohnt jeden Preis. Meine Drachme für Charon liegt schon lange bereit. Gehen wir. Hast du einen Namen oder soll ich bei du bleiben? Ich heiße Brice. Cassandra. Ligeia wartet auf mich, Cassandra. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Okay. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum, den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und wunderst du dich, dass sie entführt wurde? Es ist nicht sicher hier. Wir müssen die Stadt verlassen. Komm schon. Ich hab nur noch eben den Tempel geplündert. Ah, wir kriegen hier ein Pferd, okay. Komm schon. Wir nehmen unser eigenes. Wir scheinen die richtige Quest gefunden zu haben. Mal eben zwischenspeichern, vorsichtshalber. Komm, Söldling. Ja, du stehst doch nur hier. Los geht's. Los. So. Und jetzt? Hier gibt es einen Schatz, okay. Den holen wir mal eben. Bogen, ha? Dieser Ort gehörte uns, Ligeia und mir. Ein verbotener Ort für eine verbotene Liebe. Nicht gerade gemütlich hier. Selbst Beerdigungen sind romantischer. Stücke ihrer Kleidung führen zum Unterschlupf der Schlangenhaarigen. Bitte, wir müssen uns beeilen. Finden wir Ligeia. Zeig mir den Weg. Brennt der Baum oder sieht er, oh, was ist das hier? Jo. Okay, wir sind da richtig jetzt ein goldenes Fragezeichen. Das heißt... Ja, das scheint der letzte Schlüssel, oder was das ist, für Atlantis zu sein. Was ist mit diesen Bäumen passiert? Ja, ist das perfekt. Ich sollte nicht hier sein. Nein, solltest du auch nicht, aber... Irgendwie... Was ist das für ein Ort?
Hier lebt nichts. Wir betreten das Reich der Schlangenhaarigen. Hörst du? Als fürchtete selbst der Ton, was der Nebel verschleiert. Das Atmen wird immer schwerer. Selbst die Luft ist tot. Ja, die mit dem Blick versteinert. Diese Statuen sehen seltsam lebendig aus. Und ihre Gesichter zeugen von Angst. Sie vernichtet alle Lebewesen, verwandelt sie in Stein und lässt sie in Angst erstarrt in alle Ewigkeit harren. Die wird irgendwie immer leiser. Wenn Ligeia, wenn sie zu Stein erstarrt, wie begraben wir sie? Sie wird Charon nie treffen. Ligeia! Ligeia! Dries, warte! Mal locker! Ich lauf besser hinterher. Ja, wir sind doch schon dabei. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, ich weiß auch nicht warum. Ligeia! Das war sie! Cassandra, sie lebt! Wir müssen hinein. Doch ich sehe keinen Weg. Und die Mauern sind zu glatt zum Klettern. Sie sollte nicht da drin sein, sondern in meinen Armen. Ihr Atem, ihr Geruch. Jede Nacht trafen wir uns bei den Ruinen des Schreckens. Ich kam ein einziges Mal zu spät. Ich suchte nach einer Rose für sie. Sie sollte perfekt sein, wie sie. Es ist meine Schuld. Wäre ich rechtzeitig hier gewesen? Quatsch. Dann wärst du ebenso gefangen worden. Vereint. Du warst auf der Suche nach einer Rose. Einem Geschenk. Bereue nie eine Tat der Güte. Hab Dank. Trotzdem müssen wir irgendwie rein. Was weißt du über diesen Ort? Ligeia ist eine Tochter der Artemis. Ihr Volk lebte hier vor langer Zeit. Einer Legende nach fanden sie ein altes Artefakt in einer Schlangengrube. Ligeia glaubte, sie hätten es noch immer, verborgen in ihrem Dorf auf Chios. Ich finde es. Es gibt ja noch einen Söldner, der behauptet, die Kreatur erlegt zu haben. Unmöglich. Aber viele glauben ihm. Vielleicht weiß er etwas. Na. Der Söldner, dieser Bezwinger der Schlangenhaarigen. Wo finde ich ihn? Er ist auf dem Berg im Tempel des Poseidon, der griechischen Perle. Helden von überall her wollen ihn herausfordern, um Ruhm zu erlangen. Doch er kann die Kreatur nicht getötet haben. Sie hat Ligeia entführt. Hast du die Kreatur selbst gesehen? Nein, aber nur sie wäre stark genug, Ligeia zu entführen. Sie ist zu mutig. Und zu stur. Ich finde einen Weg hinein. Und dann töte ich diese Kreatur. Und ich finde die Rose für Ligeia, die ich ihr in jener Nacht geben wollte. Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch manche an uns. Die Dichterin Sappho. Wir lieben sie. Bitte, Cassandra, eile. Jawohl. Das muss die uralte Perle sein. Wir eilen. Okay, wir haben mehrere Quests. Huch. So, wo ist der? Ach, wie hier hinten. Gut, wir gehen zu unserem Schiff, fahren schnell hier rüber und gehen dann da hoch. Ich glaube, es geht am schnellsten. Lauf direkt auf das Schiff. Ich glaube, das geht am schnellsten. Ach, herrje. Komm schon, danke. Ja.
Hier vorne soll ja noch irgendwo ein Hafen sein. Dann gehen wir da hoch. Wo sollen hier, wo ist denn der Hafen? Da hinten, Okay. Da ist er. Entschuldigt, wir haben es eilig. Perfektes Timing diesmal. Ja, ich glaube, ich kletter lieber. Es geht dann wahrscheinlich jetzt schneller. Ja. Wir haben ihn nicht getroffen, okay. Danke. Dann schauen wir mal, was mit dem... Was war das? So. Ja, wir sind unserem Ziel sehr nah, aber erst klettern wir hier hoch, bevor wir Icarus. Also ich glaube, da ist er schon. Wahrscheinlich müssen wir den besiegen, bevor er redet. Da ist der Tempel auf dem Hügel. Und da ist ein anderer Söldner, der den herausfordern will, oder was? Über den Speer? Wir werden erst den Aussichtspunkt, wo nicht runterspringen jetzt. Entschuldigung? Wir werden in Dunkelheit geboren und erheben uns zu den höchsten Gipfeln, bevor wir wieder in der Dunkelheit versinken. Ein Krieger und ein Sophist. Mal was anderes. Das ist keine Philosophie. Es ist Wahrheit. Erlernt durch Gewalt, Schicksal und das Böse. Das wahre Böse. Du sprichst von der Schlangenhaarigen? Die Kreatur. Als sie uns draußen angriff, dachten wir nur ans Überleben. Mein Speer erlaubte mir, ihrem Blick zu entgehen. Ich hatte Glück. Meine Freunde nicht. Aha. Warum habt ihr sie überhaupt angegriffen? Maskierte Soldaten heuerten uns an, um ein altes Objekt aus ihrem Nest zu stehlen. Sag mir, wie du die Kreatur besiegen konntest. Es ging alles so schnell. Wir wollten in den Tempel eindringen und sie in die Ecke drängen. Doch sie überfiel uns, bevor wir dort waren. Danach war keine Zeit mehr zum Taktieren.
Erzähl mir von dem Objekt, das ihr stehlen solltet. Tatsächlich glaube ich, dass sie gar nicht genau wussten, was es ist. Nachdem ich die Bestie erlegt hatte, wollte ich ihr Nest durchsuchen, doch es war versiegelt. Gib mir den Speer. Wir sind Krieger. Ihn kampflos abzugeben, hieße, meine gefallenen Freunde zu entehren. Zeit zu sterben! Mal gucken, ob wir dem sein Schild wegnehmen können. Perfekt. Au! Kann ich auch. Komm mal hier hin. Zack. Gut, der andere Söldner, der vorher noch hier war, mischt sich zum Glück nicht ein. Zack. Dieser Speer ist nichts Besonderes. Ich konnte meine Freunde und die Frau nicht retten. Sie sprang mit dem Anmut von Artemis auf die Kreatur zu und setzte den tödlichen Stich. Die Kreatur ließ etwas fallen, ein Artefakt, einen Fluch. Ich versuchte, die Frau zu warnen, als sie danach griff, doch der Fluch ergriff Besitz von ihr, wand sich um ihre Arme und schlang sich ihr um den Hals. In ihr erhob sich die Kreatur erneut, die Schlangenhaarige. Es ist ein Zyklus. Wer diese Kreatur tötet, der wird selbst zu ihr. Hoppala. Das ist uncool. Gut. Freunde, der Part ist für heute vorbei. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Wir müssen ja dann eh wieder hierhin zurück. Ah, ich kann da schnell hinreisen. Perfekt. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Für heute war es das. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn wir dann wahrscheinlich ihre große Liebe töten werden, wenn das stimmt, was da stand. Wir werden es sehen. Bis dann und ciao.